Vom Auszubildenden zum Fußballstar und vom Stadion in die Werkhalle. Marco Ostermeier und Marvin Matip tauschen einen Tag lang Arbeitskleidung und Beruf. Für einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des anderen. Mal die Möglichkeit bekommen, eben in einem anderen Berufszweig eben zu gucken, wie ist das Leben als Azubi, wie ist das Leben als Fußballprofi. Verfolger in FC Ingolstadt, immer entweder im Fernsehen oder im Stadion. Und dass ich dann gehört habe, dass der Matip bei der Aktion mitmacht, ist eigentlich einer von meinen Lieblingsspielern beim FC. Fußballer und riesengroßer Fan des FC Ingolstadt. Einen besseren Kandidaten als Marco Ostermeier kann es gar nicht geben. 24 Auszubildende hatten sich für den ersten Rollentausch beworben. Am Ende wurde Marco ausgelost. Im Kern geht es darum, hier die beiden Unternehmen, den FC 04 Ingolstadt und das Unternehmen Audi, näher zusammenzubringen, eine stärkere Verbindung zwischen den beiden Unternehmen auch zu schaffen und das, glaube ich, so einen Rollentausch, mal wirklich hinter die Kulissen schauen zu können, hervorragend geeignet dafür. Anpfiff zur ersten Halbzeit. Marvin Matip an der Robotersteuerung. Im Audi-Bildungswesen geht es um Präzision statt um Muskelkraft. Für den Kapitän des FC Ingolstadt absolutes Neuland. Dank Marco aber alles kein Problem. Er zeigte dem Neuen auch gleich den richtigen Umgang mit der CNC-Fräsmaschine. Ich muss sagen, dass sich der Marvin super hochgestellt hat für seinen ersten Arbeitstag da bei uns. Die Abschlussprüfung für den Fußballstar, Reifen- und Bremsenwechsel am Audi R8. Ein Tag als Audianer für Marvin Matip, eine ganz besondere Erfahrung. Die Aufgaben sind sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr interessant und ich habe auch noch einen ganz kleinen Einblick bekommen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder. Start der zweiten Halbzeit. Marco ist an der Reihe. Sein Tag beginnt dort, wo sonst keiner reinkommt. In der Kabine des FC Ingolstadt. Aufgeregt bin ich jetzt schon. Bin immer gespannt, was mir heute so einen ganzen Tag erwartet. Gymnastik, Spinning, Krafttraining, alles gehört für den Profi dazu. Genau wie der Laktattest. Zwischen jeder Geschwindigkeitsstufe wird Blut abgenommen. So können die Ausdauerwerte gemessen werden. Marco hält dabei bis 16 Stundenkilometer durch. Und raus, super, sehr gut, 199, prima. Und dann wird's endlich ernst auf dem Platz. Der angehende Mechatroniker mitten unter gestandenen Profis. Privat spielt der 19-Jährige beim Bezirksligisten TSV Kösching. Nachdem er die erste Nervosität abgelegt hat, ist er jetzt drin. Es macht ihm Spaß. Er kriegt Bälle, spielt Bälle und ich glaube, er macht es wirklich gut. Anstrengend. Der ist super ins Team aufgenommen. Der Vertrag liegt unterschriftsreif in der Geschäftsstelle. Super, danke. Eines ist für Marco aber klar, seinen Ausbildungsplatz bei Audi will er für den Fußball nicht aufgeben. Denn das Profileben ist schwerer als gedacht.